Okay, Freunde, es ist hier, ich glaube, 8 Uhr morgens oder so. Wir gehen jetzt ins Gym, ey, es ist echt... Wir haben alle nur so 4 Stunden gepennt. Ja, ja, das war echt anstrengend, so ist der Fitnessroom. Ich kenne das noch einige vom letzten Jahr. Was ist das geil, klingt. Guck mal direkt, wie viel ich wiege. Ja. Mal hier rauf, mal hier mit einem Liter Wasser wiege ich 85,7. Was wiegst du? Alter! 75! Alter, ich bin ein richtiges Mobbelchen. Also, das ist respektlos, was der da aufhört. Mal bitte kommentieren, was dein Sohn da hinten da macht. Das ist ein scheiß NPC, Junge. Check das gar nicht, was man hier machen muss, glaube ich. Okay, Richard, schau mal, wie viel du heben kannst. Wir gehen mal von 2 bis 4. Oh, ich kann 10 schon heben. Kannst du 10 schon heben? Handgelenk gebrochen, hör auf. Okay, ich probiere mal 10. Hier will ich jetzt 2 haben, bis ich auch 100 komme, Bro. Nein, 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 mein Handgelenk bricht wirklich. Digga, was ist denn ein Handgelenk hier? Nimm ihn mal so und dann mach einfach den hier. Einfach ganz runter zuerst. Ganz runter, ganz runter. Okay. Komm, mein Sohn, schaffst du das? Ich mach das nicht. Mein Handgelenk bricht vom Turnier. Okay, mach 8. Okay, Digga, gib her. Digga, du hast bei 10 gestruggelt. Digga, nicht so. Hallo, warum sind... Wir machen Kreuzheben und sind kurz an. Ja, chill. Du brichst dir alles. Dann geh ich jetzt mal trainieren. 1, 2, so hart geflext gerade mit Cash. Er erzählt gerade nach, wir wollten jetzt eigentlich live gehen aus der Mall. Er hat so gesagt, ey, das ist wahrscheinlich hier illegal wegen so Gesichter und irgendwie. Ja, viele sind ja auch so, die haben so Kopftuch und sowas auch. Und dann ist es halt so gegen die, also so nicht respektvoll. Kann ich auch total nachvollziehen. Deswegen überlegen wir jetzt, ob wir wieder traditionell essen gehen. Dann halt irgendwo hingehen. Ich streame das einfach. Wäre auch echt sehr, sehr witzig. Wo wir jetzt in der Mall. Das ist die Luxury Mall in Saudi. Rüsen will jetzt nämlich unbedingt einkaufen gehen für seinen Geburtstag und will sich und seiner Mom was gönnen. Den Tornladen, wo wir letztes Jahr waren. Ja, no joke. Aber das ist actually crazy. Ich bin da gerade reingekommen und er schreit. Digga, die sind actually fucking crazy. Oh mein Gott, Digga, die sind actually crazy. Warte mal, wie teuer sind die? Digga, wir haben Bro. Gates, Digga, weißt du, was die kosten auf StockX? Die kosten 4K oder so. Wenn die hier safe auch 2-3K kosten. Ja, Bruder, mal, was sagst du zu den Schuhen? Du hast jetzt auch an. Ja, die sind actually sehr, sehr geil. Das Ding ist halt, also ich weiß ja halt nicht, wie es mit langer Hose aussieht. Bei Kurzhose ist Quatsch, kompletter Quatsch. Vielleicht kannst du hier eine Louis-Hose anziehen. 2K, nee, das heißt, man ist dein Ernst. Ja, ich schwör's dir. 2K, nee, das heißt, man ist dein Ernst. Guck mal, Digga. Kosten 2K normalerweise. Einfach direkt weiterverkaufen. Okay, ja, Marc, schreit jetzt mal die Schuhe mit langer Hose. Das ist halt eine Anzughose, Bro. Man braucht eigentlich so eine Cargo oder so. Ja, aber Anzug ist auch schon geil. GG's, Digga. Ja, weißt du, als wäre ich Travis Scott oder sowas. Ja, bist du Alter! Nein, das ist krank. Die sind ja behindert krank mit langer. Digga, wir nehmen ja eh safe Earnings mit und so, ne? 13 Plätze besser? Wir haben die gut gemacht, haben dann 5K extra. Er redet's auch gut, also. Er hat, ja, also mein Buch ist schon. Jetzt schreit er die auch noch an. Genau gleiche Hose, genau gleiche Schuhe. Digga, wir machen einfach Dad-Outfit. Ja, yeah, Vater-Sohn-Outfit. Bro, die sind behindert. Also ich kauf die auf jeden Fall. Brauchst du die? Ja, brauch. Auf jeden Fall. Die Schuhe an. Ich sehe aus, als hätte ich. Also du weißt, ne? 100% deiner Earnings gehen an mich, ne? Okay, GG, Bro. Da müsst ihr einmal sagen, also die sieht komplett krass aus, aber die kostet bestimmt auch ein komplettes Jahresgeld. Ja, Digga. Bitte nochmal reinzahlen. Also Twitch Prime ist ja kostenlos, wisst ihr. Auf Instagram könnt ihr gerne folgen, AmarTV. Bringt erstmal nichts, aber prinzipiell nice. Du kannst ja die. Die sieht komplett assi aus, Bro. Aber warte, du musst aus, du musst sehen, wie ich... Nein, du musst... So würde ich sie halt tragen. Das ist ein Eierzusatz. Das sieht halt aus... Mein Kopf ist eh ein Ei und dann kommt noch... Das ist echt so wie eine Erhöhung gerade bei dir. Cool. So unangenehm. Just guess how old he is. Ja. 17. He's smaller than that, but I thought when you asked me that this question, I thought that he's bigger than his age. Wow. Approved. Wow. Die Bereiche ist, Leute. Ich war so ein Tausender weg, Alter. Ohne dass er zuckt. Ohne. Wow. Jetzt müssen wir noch ein paar mehr Earnings holen, damit sich das auch gewissermaßen... Ja, 13 Plätze mindestens dann. Okay. Du hast mitbekommen, dass wir jetzt 50 Teams haben anstelle von 44? Nein. Aber nächstes Camp ist jetzt erst 39. Ach so, echt? Ah, okay. Gut. Er ist informiert. Siehst du, ich wollte ihn nur testen. Alles gut. Okay, and pause. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier bei... No, we said pause. We said pause. Ich bin jetzt gerade live, twitch.tv/amar. Wir sind jetzt hier gerade ganz traditionell essen. Jetzt kommen wir hier gleich in die Mitte. So ganz viele einzelne Schälchen und da ist crazy Essen drin. Ganz viel richtig geiler Reis und wir sitzen hier so im Kreis und essen gleich auf dem Boden. Okay, wir probieren jetzt das erste Mal. Ziegen oder ist das Ziegen oder ist es Ziegenkäse, ja? Ziegenmilch. Ja, aber das schmeckt einfach wie Ayran, nice Ayran. This is main dish. Okay, main dish. Main dish kapsa is white and red rice. Nice. Camel, meat, chicken. This is middle chicken. This one camel, this one meat. Other one is a side dish. This is called jerish. It's barley cooked with yogurt. It's called gursan. It's a dry brown bread mixed vegetable and meat. Called gursan. Make food tasting for chat as well. Und auch natürlich für den Vlog. Was ist da drin? Rind. Is yours with cheese? No, man. Try. Have a camel? Mm-hmm. Oh, nice. Let me try a bite. Das ist ja geisteskrispy. Oh mein.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. So Leute, wir haben jetzt hier glasierte Pancakes mit was? Dattel. Oh, Dattel, Dick. Ey, ich bin so fett gerade. Ich lieg hier so um so ein Fett. Ich hab auch gewährst, Ketzer. Weißt du mal? Oh mein Gott, oh, das schmeckt doch so gut. Wir sind jetzt hier im Practice Room. Und was hier jetzt abgeht, so Practice Room Ding. Das ist komplett sick hier drin. Das ist ja komplett lustig. Das ist komplett sick? Das ist komplett geistesgestört. Das ist ja übel nice hier. Checkt das gar nicht. Wir haben ja unsere eigene Aiming Station mit diesen krassen PCs. Dann, egal, das ist hier komplett nice. Wir haben unsere Sitze, wir haben eine Box geschenkt bekommen. Guckt euch das an. Ich wusste nichts von dem Raum. Wie Venus spielen hier. What's your guys name? Ah, that's you guys. Okay, okay. Cool, wir haben so einen Zettel bekommen. Dear Amar, dear Lennart, bla 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 bla. Hier, das ist das Wichtige. We're confident. Amar can hard carry. On a serious note, we're excited to see you dominate Mega City. Oh, die wissen einfach, wo wir landen. Warte mal, was geht hier noch? Wir haben noch so eine Box. Die Mystery Box. Okay. Ne, Zettel. Digga. Lasermaus. Eine Maus. Oha, die ist sogar mit Gamers Aid gebrandet. Dann eine Sonnenbrille. Was ist das für eine Antenne? Chopsticks. Nein, das sind so. Oh mein Gott, damit kann man essen. Ja, genau. Halt's Maul. Zum Zocken, dann Chips okay, essen. Okay, das ist krass. Das ist echt ein krasses Geschenk. Dann habe ich hier noch. Ah, das ist so eine Maske zum Rüberziehen. Ein Sticker. Okay, cool. Digga, actually, nice Geschenk, Digga. Du hast gesagt, 150, 200. So eine Raven kostet auch 100 Fuffi. Einfach so ein Geschenk. Bro, und ich wusste nicht mal, was von dem Raum. Wir sitzen einfach Pros und so und practicen. Also, Reason hat sich hier sehr gut prepared. Um zu zeigen, die Gegner hier sprechen eher alle kein Deutsch. Das ist immer das Gute. Also, hier in dem Bereich landen wir. Vorher, wenn wir in der Mitte das Ganze versuchen einzunehmen, hier oben landet, wie heißt er nochmal, der Ami? Epic Whale. Der hat ja sogar letztes Jahr gewonnen gehabt. Hier unten landet Banyak und Kami. Wir wollen wahrscheinlich für dieses Gebäude hier fighten in der Mitte. Das heißt, wir fighten dann aber hier auf dieses Gebäude direkt am Anfang und kriegen das aber schon vorher, weil die da gar nicht sind. Danach haben wir die beiden drei großen Gebäude auch komplett uncontested und sollten eigentlich so wahrscheinlich 15, 20 Chests haben. Also das ist die schlechtere Seite dran für die Geschichte, aber es ist trotzdem meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Strat, weil wir auch eine sehr gute High-Road-Position haben. Die Al wird hier von Klotti reinrotiert, Mr. Savage. Wir werden hier wahrscheinlich immer über den Berg gehen. Also bis jetzt haben sie es auch bei Bild gemacht, bei No-Build, egal wo, sind sie immer hier reinrotiert. Das heißt, wir wissen, dass sie an unserem Arsch sind. Also hundertprozentig kommen wir was wollen. Aber dagegen haben wir auch schon eine Strat. Ja, wir müssen jetzt gleich mal schauen, wer hier noch überall ist. Ja, das ist nice. So Freunde, wir sind an der Venue angekommen. Heute ist Matchday. Unser erstes Match. Oha, guck mal hier. The Big Drop. Oh, ich nenne mich The Big Pop. Aber du musst mich als erstes sagen, okay, falls sie uns interviewen. Oder du sagst, du bist The Small Drop, nee, ich sage, ich bin The Big die Drop. Die werden dich als erstes und wenn die sagen, who are you, dann sagst du, I'm Reason 8, The Big Drop. Und dann ja, sagst du so und dann kommen die danach nochmal zu dir und dann sagst du, I'm The Big Pop. Das ist crazy, ja, no, crazy. Das ist krank. Ja, hör auf, ihn zu verarschen immer. Nein. Er verarscht dich immer. Nein, The Big Drop ist crazy, das muss er sagen. Kennst du das überhaupt von Kay? Nein. Duke Dennis? Nein. The Big Drop? Nein. Oh Mann, scheiß drauf. Muss sie mehr educaten. Ja, ich muss mehr educaten werden. Also Freunde, wir sind jetzt an der Venue angekommen und werden jetzt reingehen, werden uns vorbereiten. Alle haben hier richtig Panik bekommen, weil alle 100 Spieler schon da sind, außer wir. Reason, ja, war nicht deine Schuld. Nee, war nicht deine Schuld. Wir lassen uns jetzt einmal die Regeln erklären. Wir müssen Discord ausharren. Teamspeak ist das Einzige, worüber wir reden dürfen. Wenn einer von uns stirbt, müssen beide die Headsets drauflassen. Der andere stirbt, ich glaube, dann darf ich auch meinen Monitor umdrehen, weil der muss umgedreht sein, während ich zocke. Weil da dann der Chat ist oder OBS oder könnt ihr potenziell Stream snipen oder sowas. Aber das ist eigentlich eine gute Regel. Schon machen. Das ist spannend, warum schläfst du? Halt, guck dir die Augen zu. Soll ich dir so eine Aufweige geben? So komm! Oh! Nein. Lass du dich immer so anschreiben vom kleinen 15-Jährigen? Oh! 17, ist egal. Lass dich immer so anschreiben. Ich hatte so einen weirden Traum heute. Ich habe mich geprügelt. Nein, ich hab mich geprügelt in meinem Traum. Da war auch so Real Talk, so ein 18-Jähriger oder sowas. Da wollte ich prügeln, der hat aber so geschlagen wie er, so ein bisschen so. So? So. Ja. Dann habe ich mich mit ihm geprügelt, aber irgendwie haben meine Schläge nichts angerichtet. Meine schon. Oh. Oh nein, oh mein Gott. Bitte nicht. So, erste Runde hat bekommen. Ich mache ein bisschen Commentary für euch Leute, weil Amai gerade spielt. Wir sitzen hier, erste Runde. Sitze sind. Okay. Mein Nacken stirbt gerade, aber. Let's go! Ja, Mann, Reno! Fucking go be on top, baby. So, erstes Game ist hier gleich zu Ende. Wir haben noch 4 Teams. Sind wir live. Big Way lebt hier noch. Acorn. Oh, oh. Erzähl mal, wie es läuft. Es läuft richtig gut. Die Top 29 gerade nach den ersten drei Runden. Es macht so viel Spaß gerade. Wir haben noch keinen Kill, muss man sagen. In den Warm-Up-Game hatte ich direkt 2. Jetzt haben wir noch keinen. Aber es kommt auch keiner so nah, dass wir jemanden killen müssen. Wir haben ein bisschen Zone-Probleme gerade. Wir haben Healing-Probleme, aber das ist alles fein. Wir machen super Rotations. Ich mache gute Calls, er macht gute Calls. Digga, wir verstehen uns gut. Chat hat Spaß. Das ist sehr geil. Checkt auf jeden Fall Twitch ab. Checkt auf jeden Fall mein Instagram ab. Amar.tv. Schaust du dir, Bro? Schon so ein bisschen Lügen, glaube ich. Noch was, da waren vorhin Schnitzel. Da drüben sind so Schnitzel. Auf. Arabisch Art. Ja. Der nimmt dir alles gerade vor deinen Augen weg. Nein. Der ist korrekt, Der sieht, dass ich Hunger habe. Der nimmt dir gerade alles weg. Oh, der sieht, dass ich Hunger habe. Oh, er hat dir noch was da gelassen. Du bist da am Arm, Digga. Steht hier irgendwer hinter dir, nimmst du ihm alles weg? Ich hab so Hunger, Digga. Wir müssen hier die ganze Zeit spielen, wir haben ja nicht immer was gegessen. Du hast ihn echt gerade einfach alles weg. Ich habe Hunger. Was soll man machen? Das ist doch für die Spieler, nicht? Also checken noch. Das Reis, ja. Das ist einfach so für den Geschmack, so, weißt du?
sagt fertig. Fertig. Game 4, Varian, Savage, beide noch am Leben hier. Ami landet gerade auf denen. Und Volt. Ach du Scheiße, das macht der gerade gar nicht. So Leute, letztes Game. Ami und Jabko sind komplett am Rasieren gerade. Kami hat gewonnen, Leute. Oh, wir sind jetzt mal hier oben. Fein, 35. Liga, erster Tag. Das ist gut. Gegen Tuban, City und Taste Out Place, die haben 2 Millionen Earnings. Ja gut, die sind auch letzter. Aber muss ich vorstellen. 2 Millionen Earnings, spielen den ganzen Tag. Einmal spielt. Digga, wir outplacen City und Taste. Ich spiele nicht mal eine Minute am Tag. Junge, häng hier. Ich hol hier gerade 2 Kills auf King, den absoluten Brazilian-Stil hier. Was denn? Soll ich mal, soll ich mal gucken, was er hält? Was hat er geholt? World Cup nochmal 16 Kills oder so? Ja. Soll er mal chillen? 750 Kader gewonnen. Tranquilo. Digga, komplett krass. Wir haben echt gut gespielt. Jetzt sind wir 36er. Wir haben nur so 50 Punkte Abstand zum Top 25 oder so. Ja. Das ist so ein schwitziger Gamer. Das ist echt ein Gamer-Bus, Digga. Guck mal, Digga. Digga, was ist das für ein Crack-Bus? Schau mal den Vergleich da an. Das ist meine Schuld. Das ist drauf gesagt. Wow, okay, das ist crazy. Das ist doch meine Schuld, Digga. Das ist doch meine Schuld. Digga, ihr müsst halt checken. Vardial hat vorhin auf seinem Stuhl so hin und her gekippelt. Der ist komplett kaputt gegangen. Diese Lehne, da wo du deinen Rücken anlädst, ist einfach kaputt. Das hängt so unten. Ich glaube, in so Megacity Zone ist es gut, entweder hier einer auf dem Bild und ganz da. Bleiben, ja, dann, wenn wir fuckt werden, einfach ein Schach. Das soll da passieren, da weiß niemand, dass wir erstens drin sind. Die werden uns da jemanden pushen, die müssen hoch sein, bleiben und derzeit klettern wir hoch und töten. Das soll in Megacity Zone sowieso gut. Megacity Zone war krass. Ja, in so Games, wo die Zone hier geht, sollten wir, glaube ich, einmal überlegen. So, wir machen hier jetzt erstmal. Hier ist das ganze Essen. Mampfi. Mampfi. Also wir essen jetzt, es ist, keine Ahnung, 2 Uhr nachts oder sowas. Wir essen jetzt was, weil wir den ganzen Tag noch nichts gegessen haben schon wieder. Das ist sehr, sehr gesund hier, Digga. Also Real Talk, unser Essverhalten hier. Wow. What the fuck? Ich hab mir so Kebab bestellt. Ich zeig noch meins. Ich hab, oder? Ich hab, nein, die verarschen mich. Ich hatte Chicken, ich hatte... Und das. Das ist... Du willst, dass ich das? Ich hab ein Stück gegessen. Zu das, ich hab ein Stück gegessen. Ja, ich würde ein Chicken nehmen einfach. Nimm ich dann ein Stück davon. So Leute, Tag 3, aber Tag 2 des Turniers. Ich hab heute richtig lange gepennt, Digga. Ich bin erst um 15.30 Uhr aufgestanden. Da hat er schon Bahn geschwommen. Wir waren schon im Gym, alles. Wir hatten wieder eine Minute Teppeln auf den Dings. Gucken, wie viele Lujuren heute wiegt, Digga. Da wird immer fetter. Also wir sind jetzt wieder an der Venue. Und lassen wir es hier uns wieder gut gehen. Und zwar spielen wir um 2 Millionen heute. Gestern waren wir schon Action sehr, sehr gut. Wir sind die ganzen Sets nochmal durchgegangen. Das habt ihr eh alles im Video auch gesehen, was wir falsch gemacht haben. War nicht viel, um ehrlich zu sein. Das war eher nochmal so. Das war eher das E-Tüpfelchen, was wir jetzt nochmal raufpacken. Dieses, ey, die können wir nochmal noch besser werden. Weil das war eigentlich nice. Ein paar Fight-Situationen hatten wir gar nicht. Diese eine Fight-Situation, die wir hatten, die haben wir gebumst fertig. Also, es war schon ziemlich geil. Jetzt gehen wir in den zweiten Tag. Ich bin sehr gespannt. Ich wäre heute dafür, dass wir eine Big Baba-Rumbo-mäßige Runde machen. So ein Top 3 oder so. Bam. Boah, das wäre krank. Aber wir müssen jetzt unser Setup nochmal aufbauen. Jeden Tag immer abbauen, aufbauen. Das ist als Controller-Spiel ja nicht so schwer. Wir müssen uns immer überall ein. Und eine Sache muss ich auch noch sagen, Drex ist das größte Opfer. Er hat sein Temporary Badge. Den Badge hat er im Hotelzimmer vergessen. Weil der. Ja, ja, meine Schuld, Digga. Nein, ernst, meine Schuld. So sieht das hier behind the scenes aus. Alle Spieler gehen hier so in eine gewisse Reihenfolge, wenn sie so rauslaufen. Sundowns Bruder. Ja, es macht keinen Spaß wirklich. In Germany we say, wir suchen dich. Wir suchen dich. Yeah. Was ist das? And a lot of NA people say suck it, not suchen. Suchen. They say suck it. Suck it. Because they can't pronounce it. So you suck it. Well, we. Du musst eben den Salzstreutrick. Oh my god. You know that you taste salt if you put it on your mouth. Oh, you're funny. You're funny. Yeah. Scheiße, Digga. I'm 18, bro. You're acting like I don't know that one. I mean, you do it first. Oh no, he knows because Nick A30 did it. Oh, really? Oh, he's like, Nick A30. Oh, fuck, yeah. Oh, yeah, fuck. We do it to like all the German creators and they all fall for it. Really? Yeah, yeah. All these guys. Sag mir, was du gerade. Okay, warte mal. Ich hab gerade hier, glaube ich, Pots gemacht. Oh, oh! I would beat the fuck out of you. Oh, wait. Oh! Yo, if we did a box match, would it be like. Oh! Oh! Alright, he maybe has an inch on me. He maybe has an inch on me. Your long ass nose from the right. But I'm bigger than you. Currently. Nah, I'm what, bigger. Okay. No, I bench more. I lift more. Wait. I get more bitches. Oh! More bitches! Damn! He has a girlfriend. He can't say that. He gets one bitch only. Oh! I get more bitches. Wait, is your girlfriend? Yeah, it's public. Bro, I get multiple, like any girl, bro. I swear to God. Damn! Like, even the tiny ones. Like, what the fuck, yo! Bro, no. Oh, shit. Like, bitches, that's 2 bitches. I don't want to blame you. They're 20s, but they're bitches. No. What the tiny? What do you mean with tiny girls? Bro, no, you know, like little people, like little people, like dwarfs. Yes, so they're 20, but they're 20. Okay. Bro, I swear to God, bro. I'm 18. I swear. You're into small girls, yeah. Not the age, but the height. Yeah. Okay. The height. Yeah, you like small girls. Sure, has a correlation, bro. You like small girls. Oh? So you want a 6 foot girl? Meters, please. What is 6 foot? His height. What? A girl is taller than you. No, but like. No? It's all you. Bro, you know, if she's like
over 18, everything's fine. The height is. So you get with an 18-year-old at 28. 29. What the fuck? Dog, you get canceled for what? Bro, 28 and 18, dog? That's 10 years apart, bro. You're her daddy. You're okay, what is the like least you would do? Bro, no, that's not bad. Yeah, bro. Got it. Doesn't have to. Bro, I can be playing Fortnite and like she's standing up while I'm sitting down and it's the same height, you feel me? Like while I'm playing Fortnite, bro, do you watch my streams? Yeah. I'm always checked. Wir hatten ersten Tag sind wir so rausgegangen. Great job, dude, Dennis. Danach habe ich so gemacht. Bist raus. Heute machen wir. Oh Gott, Digga, also du bist echt behindert, Bro. Was laberst du? Du wiegst 100 Kilo. Mach jetzt, komm, mach nochmal. Boah. Was ist mit dieser Hüfte? Digga, ich check, brauchst du eine neue Hüfte? Bist du 60 oder so? Du machst keinen Kreis, du machst irgendwie so. Du hörst auch und dann gehst du, machst so einen halben Kreis. Klar so, ne? Ja. Hä? Digga, du machst nicht so. Was machst du da? Du bist doch kein Gummi. Das ist so unangenehm, Digga. Leute, die ersten drei Runden sind durch vom heutigen Tag. Die erste Runde war komplett Banane. Jetzt zweite und dritte Runde richtig krass. Wir haben immer Kills gemacht, wir sind immer gut reinrotiert. Also unser Gameplan geht langsam auf. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Wir sind jetzt gerade Top 29 total, Top 27 von heute. Digga, das ist crazy. Das ist sehr, sehr crazy. Let's go. So Leute, viertes Game, Badial und Mr. Savage sind gerade auf Halt. Oh, Badial noch ein Kill. Oh mein Gott, das könnte wirklich crazy werden. Ja. Und jetzt geht's auf den Hügel auf, die gewinnen das. Oh nein. Ja! Let's go! Let's go! Top 15. Reason und Amar sind da gerade gut, halbwegs gut dabei, haben eine gute Posi. Oh, gute Zone jetzt für die, falls ihr das hier sehen könnt da. Hab gerade mal die Buka geholt. Ja. Alter, Amar hat Savage geholt, Badial hat Amar geholt und Reason hat Badial geholt. Ach du Scheiße, Digga, jetzt lebt Reason noch alleine. Lenny geht der Klatsch. Top 9, Lenny lebt noch. So, jetzt ohne Top 3. Klicks und Duke gegen Mixon. Klicks gewinnt. Klicks hat die Runde gewonnen, Chat. So, wir gehen mal zu den Jungs. Die werden jetzt hyped sein. Alter, Jungs. Geil geht's. Wir sind so krass, Digga. Geil geht's. Sex, Mann. Digga, wir sind so krass. Ja, Digga, das ist, wir sind Top 15 heute. Wir outplacen hier die ganzen Top-Pro. Digga, Quisi Velo, wo seid ihr? Das schneiden, Digga, und dann danach ein Leaderboard, Digga. Ja, letzte Runde ganz da bei euch. Bisschen hier. Oh, okay, da brennst du. Ich hatte 6 Impuls und 2 Bunker. Ja, ich hatte 6 Impuls und 2 Bunker und dann noch Service-Chance gehabt. Ich hatte auch noch Slabs, ja. Wir hatten die Insel, wir hatten alles. Und der Idiot will pushen oder so, ich kann das ja nicht mehr. Ich wäre jetzt hier gegen Boxautomaten. Immer wenn ich einen sehe, ich bin wie so. Germany. Oh, nice to meet you. Your channel name. Amar. Amar, yes, thank you. Okay, Bro, zeig, was du drauf hast. Ja, wer, also wer soll, wessen Kopf ist das? Wessen das, Kopf? Das ist Revi. Boah, Revi also. Okay, das ist Revi. Ah. Oh ja. Okay. Digga, wie klein ist das jetzt? Can we have the classic one? The classic one, yes. Digga, das ist irgendwie ein Store, aber... Auch ein Shisha-Café oder so. Das ist auch eine Shisha-Bar. Die rauchen da Shisha. Okay, sie sagt, ey, hier ist die Umkleide. Was ist das für eine Umkleide hier? Das ist ein Elfer. Oh, das ist eine S in Deutschland. Safe. Hast du jetzt ein Ronaldo-Trikot geholt? Ich habe ein Ronaldo. Ich sage euch, das ist eine Wertanlage. Das ist an 270 haben wir dafür gezahlt. Das sind umgerechnet 65 Euro. Ungefähr. Das geht sogar echt klar, weil normalerweise Trikots kosten so 80, 90 Euro. Und das ist eine Wertanlage. Weil nicht jeder hat ein originales Al-Nassr Ronaldo-Trikot. Thank you very much. Bye bye. So, Freunde. Wir sind in so einem irakischen Laden. Ich war noch nie in einem irakischen Laden, aber meine Mama mocht halt ab und zu irakisch. Deswegen sehr, sehr geil. Wir kriegen jetzt schon mal als Vorspeise eine nice, geile Linsensuppe. Okay, die sieht auf Kamera gerade echt nicht gut aus. Aber die ist sehr, sehr lecker. Oder Stefano? Get on the ground. Und gleich gibt es noch richtig viele Vorspeisen. Ich habe so, wenn ihr das kennt, Kupfer ganz, ganz viel bestellt. Das ist sehr, sehr nice. Boah, ich habe noch so eine Lammschulter bestellt, ne? Die müssen wir uns dann teilen oder so. Wieder eine Lammschulter? Ja, die ist wieder für zwei Personen. Ich habe aus Versehen. Das, ja. Also ich sage euch ehrlich, ich verstehe nicht, wer Nusret ist, weil das ist gerade für diesen Service an. Guck mal hier. Bam. Mach mal einen geilen Pizza rein, komm. Eigentlich müssen wir alle uploaden. Ja. Reden wir zum Essen. Also ich sage euch ehrlich, 10 von 10, egal was, das ist geil gestellt. Unabhängige Meinung jetzt mal. Ja. Unabhängige Meinung. Ja, bestes Essen seit langer Zeit bin ich. War also echt sehr gut, ich bin auch voll gefressen. Also. Ach, machen wir es mal in den Raum mit rein. Super. Super lecker. What the fuck? Ja, wir kommen hier gerade an, Klicks war mit der Königsfamilie. Boah, was ist das für Wagen? Wie teuer ist der Wagen? Safe. 2 Millionen? Was? Nein, 300, 400k. Wie sieht der aus? Auf der Frau, mashallah. Can I ask how much it is? Ja, SAR. Can you rev it? Yeah, when I'm going out. I'm
Okay. What the fuck? Oh mein Gott, jetzt mal da rein. Bitte mach es. Bitte mach es. So they only made like 500 of them. 500? He said the paint job alone on the red, the purple one was like 100,000. Leute, wir wollten jetzt Kamelreiten gehen. Es ist 5. Wartet mal, Leute, kurz. 15 Uhr wollten wir losgehen zum Kamelreiten. Digga, und hier sitzt ein Kamel. Was willst du von mir, Mann? Okay, darf ich dich reiten? Okay, tschö. Digga, what the fuck? Warte, Jan, komm rauf. Amar ist minderjährig? Nein, aber wir haben jetzt gesagt, Digga, wir hätten nicht gedacht, dass es so gut läuft und jetzt wollen wir uns aufs Turnier konzentrieren. Das ist ja dann, hast du ein Bier? Manchmal muss ich Prioritäten gesetzt aufs Bier konzentrieren? Bier konzentrieren und auch aufs Turnier. Nein, also die haben schon irgendwie recht, Digga. Und ich bin schon wieder erst um 9 Uhr eingeschlafen, Digga. Ich denke über so viele Sachen nach, wenn ich in Saudi bin. Und ich hatte meine Klima bis um 8 Uhr morgens nicht an. Dann habe ich sie um 9 Uhr angemacht und bin ich eingeschlafen. Ja, Fun Fact, du bist schon seit 5 Tagen und hast die Klima noch nicht angemacht. Ey, noch ein kleiner Fun Fact, da bist du um 13. Digga, ey, das ist so geil, ne? Der Typ ist einfach bis zum 13. noch hier. Und was, jetzt wirklich? Und heute ist der 9., Digga. Also versteht wir ihr? Wir fliegen morgen alle schon. Ich hab die Fange zettelt, Digga. Guys, which fault was it? Yesterday? Yeah, I threw a lot. Yeah, you can say that. It's okay. Okay, yeah. I'm not gonna say I didn't play shit yesterday. Yeah, you didn't play shit, but last game, we just... Yeah, last game, I mean, we shouldn't have stayed there, I don't know. We should have just gone to the, yeah. Yeah. But none of us said it, because we're both stupid. Yes. Situation, dann sagst du nicht einfach so, nee, chill, lass mich einfach machen. Ich sehe doch von außen viel besser, was passiert. Ey, du machst mich komplett nervös, wenn ich solo bin, darfst du nichts callen. Das sage ich Janis auch immer. Einfach reise sein, sonst mache ich solche Plays wie, dass ich 6 Impulse in einer Minute benutze. Ich werde dann komplett nervös, wenn ich mal... Nein, das waren 6 Impulse in 20 Sekunden. und Christian, you're out of zone irgendwo, Digga. Unboxing! Sind dein Geschenk? Ne Maus, Digga! Oder? Ne, ist viel zu schwer. Gamers 8. Ah, das ist eine Powerbank. Chargerbox. Natürlich, Digga, brauch ich halt eh. Eine Chargerbox bekommen. Danke, Gamers 8! I saw you yesterday. You're fucking terrible. I'm gonna be that guy. You're terrible. You're trash, bro. Wait. Man, I don't know what happened, bro. Wait. Look at yeah, pull the leaderboard. Pull up the leaderboard. Let me see the leaderboard. SC Bonds. SC Bonds. What the? Yo. Yo, no, pull it up. Nah, let me try. Let me try. What the? Bro, it doesn't work. Nah, you're terrible, bro. I'll see you on the battle. Are you fucking shit, man? Oh, what the fuck are you talking about? Damn, man. Yo, security, I'm getting pressed right now. Yo, security. Dude, you should fucking chill, man. Yo, you're 30, talking to a 16-year-old, you fucking... Wait, you're not... Wait, you're 16. You're fucking... talking to 16-year-old. No, I'm 16-year-old. No, you're talking to 16. No, you're talking... And you're 30 talking to a 16-year-old, you fucking predator. Whoa! That's crazy. Okay. Wait, you're 18 talking to 16-year-old midgets. I can't even find you. Wait, where are you guys? Oh, shit. I mean, you're below us. Nah, bro. Where are you guys? The 21st. Yo. Wait. Keep on. 28! And you talking shit about, like, bro, I'm a full it's like your manager playing this game. Bro, it's like me playing this game. Fucking 30-year-old shitting on 18-year-old Fortnite kids playing this game every day for a living, shut you know? Shut the fuck up. Oh my god, you look sexy. Yo! Whoa! Everyone here? Okay. Okay, okay. Put the hands in the middle, okay? Okay, on three we say T-Ming, alright? Ready? Yes. Okay. 1, 2, 3, T-Ming! Teaming, yeah. Freunde, Tag 3, zweite Runde. Erstes Game von Amar Reason war sehr gut. Erstes Game war gut, zweites jetzt auch sehr gut. Wir sind hier gerade in der Zone. Es leben noch 12 Teams. Mal schauen. Lenny lebt noch. Ah, oh, Lenny ist noch tot. Ah, geil, okay. Die haben sind sehr weit gekommen. Okay, Freunde, wir haben letztes Game. Amar Reason, wenn noch am Leben war, der auch hier auch. Und ach, scheiße. Amar ist gerade gestorben, wo ich drüber rede. Ach, das ist scheiße. Die sind 32. oder so. Wenn das jetzt sehr doll runtersteigen, ja, das sind GG. Letztes Game. Und da hinten gewinnt entweder Army oder hier. Was sehr verrückt ist. Die zwei Middle East Leute. Sind nur Middle East. Das heißt, die könnten basically sogar gewinnen, glaube ich. Das ist gerade hier das komplette Battle. Letztes Million. Drei Leute noch live. Und Kami hat gewonnen, Digga. 500k. Oh,
letzten drei Runden war Deadass. Ich schwöre, ich freue mich so, dass Pablo Vingo instant, der hat so die beste Position auf dieser Welt, wirklich. Der ist in diesen Wäldern komplett oben drauf. Die Laser in Reason, aber er hat so trotzdem immer noch so 70 HP. Immer noch so 70 HP. Er placed einen Bunker, die sind direkt unter denen, die können uns nicht sehen, müssen auf uns springen, wenn sie kommen. Aber die wissen ja auch, das sind überall Gegner. Was haben die gemacht? Die springen runter, werden instant gecannon, alles Mögliche, sind instant tot, nachdem sie uns getötet haben. Hat gar keinen Sinn gemacht. Und die haben uns nicht mal getötet, die haben nur mich getötet. Die haben dann Reason nicht gefunden und so. Und das war's. Die sind komplett dumm. Wir gucken jetzt gleich, welche Standings wir sind. Kamil und Japko haben gewonnen. Digga, null Emotionen. Japko hatte vorher, ich glaube, 30.000 Earnings oder so. Das ist einfach locker verzehnfacht. Null Emotionen. Sie haben auch gesagt, sie wussten schon vor zwei Games, dass sie gewonnen haben. Ja, klar. Aber nur weil du 5-0 führst, heißt ja nicht, dass du dich nicht freuen darfst, wenn du gewinnst im Fußball. Zweiter Platz wurde Hero, dritter Platz wurde dieser Gentle. Digga, einfach zwei Araber hintereinander. Digga, Setti und Tayson haben komplett Comeback gemacht. 21. nur wegen letzten Tag. Oh, 33. Baby. Let's go, baby. Warte, lass mal gucken, wie wir alles auf Place haben. Natsch. Oh, kommst du auf den Berg? Kommst du auf den Berg, Natsch? Tot. Wer noch? King? Er wurde sogar einmal geschissen, weißt du noch? Erster Tag? Bad Slap on Sweet. Boah, dem will ich das unter die Nase halten. Andilex und Nikov auch komplett geschüttelt. Die haben so ein Paper. Die haben so ein Paper. Pablo Vingo, ja! Nein, Mann! Sammy und Edgar, Bully und Mas. Mas, das war doch Made von Klicks. Double FCS oder so, ne? Und Arrow. Also, wir wollten Top 30 kommen. Jetzt sind wir 33. in den letzten drei Runden. Warte, ich gehe nochmal in die Analyse kurz. Eine Runde Auto despawn. 35. 31. 31. und eine Runde komplett unser Auto despawn einfach. Ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hardtime. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit.